Hey Leute, ich bin's, eure Sabrina. Ich habe heute den Royal Pirate gesattelt und wir machen hier bei der Weihnachtsquest weiter. Also, der Ratsmann sagt zu uns, die Weihnachtsböcke haben keine Sekunde geruht. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Bring diese lebendigen Weihnachtsböcke zu Elisabeth in Valdale. Sie als Druidin weiß vielleicht, was man in diesem Fall tun kann. Ich versuche herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Ich hoffe, dass niemand versucht, unser Weihnachten zu zerstören. Glaubst du, die Grütze hat den Weihnachtsmann nicht geschmeckt? So, wir haben hier die Weihnachtsböcke erhalten und wir nehmen den Transporter, um da eben schnell nach Elisabeth zu kommen. Damit sind wir ein bisschen schneller, als wenn wir da hinreiten. So, nach Valdale. Solche Weihnachtsböcke sind ja auch nicht ohne, ne? Also wenn hier durch die Gegend bocken und die Menschen ärgern, kann schon gefährlich werden, wenn die Strohviecher außer Rand und Band sind. So, hier sind wir jetzt bei Elizabeth. Hallo Sabrina. Bist du wieder auf der Durchreise? Immer. Immer. Also wir haben hier schon mal wieder zwei Fragmente bekommen. Die können wir später noch umtauschen. Ich habe sie ganz genau untersucht. Ich habe keine Ahnung, um welche Art von Magie es sich handelt, aber ich weiß nicht, wer es getan haben könnte. Es ist offensichtlich ein Zeichen erhöhter dunkler Magie. Sonst zeigt sich die Magie nie so stark. Willst du mehr wissen? Klar, wir wollen immer mehr wissen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe es geschafft, die Magie von ihnen zu nehmen. Der, der verantwortlich für dieses Zaubern ist, besitzt großes Wissen. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand mit seiner Magie einschüchtern will. Das macht mir ein wenig Angst. Und ich frage mich, wer es sein kann. Du, das fragen wir uns auch. Bring jetzt die neutralisierten Weihnachtsböcke zurück auf ihre Plätze in Silverglade. Berichte dem Ratsmann, dass dies ungefährlich ist. Hab ein schönes Weihnachten, Sabrina. Gut. Dann bringen wir die Viecher jetzt da wieder zurück. Jetzt sind sie ja ungefährlich nach der Behandlung. So. Wir nehmen wieder Steves Farm. Aber da ist der Weg ja am kürzesten. So, stopp, 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 stopp. Hier stellen wir den ersten wieder hin. Da war uns der Stand gerade im Weg. So. Also heute habe ich es irgendwie mit diesem Stand. So, beim Ratsmann wieder. Danke, Sabrina. Ist sie sich auch ganz sicher, dass sie nicht wieder aufwachen? Okay, bleibe wachsam. Es ist so, dass Barney vom Silo bei Steves Farm sich letztes Jahr den schönsten Weihnachtsstern ausgeliehen hat. Reite zu ihm und frage ihn, ob wir ihn zurückhaben können, um unseren wunderschönen Baum zu krönen. Gut, dann flitzen wir da mal eben hin. Mit unserem Leapy sind wir natürlich auch ein bisschen schneller als mit dem Welsh Pony oder dem Jorvik Pony. Also gehen die Wege jetzt auch diesmal ein bisschen schneller. Den Weihnachtsstern hatte ich letztes Jahr auf meinem Silo. Das war wirklich schön. Aber dann hat der Sturm ihn davongetragen. Ja, also der ist leider weg. Der Nordwestwind hat ihn jetzt. Ich kann nichts machen. Es tut mir wirklich leid. Ich werde ihm den Ratsmann ersetzen. Reite zu ihm und erzähle ihm von dem tragischen Ende des Sterns.
Okay. Dann erzählen wir ihm halt, dass der Wind den mitgenommen hat. Ein bisschen Schwund ist ja immer, ne? Ja, schrecklich, aber hast du gesehen, was hier passiert ist? Oh je. Dann wollen wir mal sehen. Der Wandstern ist weg. Ich habe gehört, dass Mario durch sein Teleskop eine Sternschnuppe gesehen hat. Zumindest dachte er das. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um einen Weihnachtsstern im Wind. Es muss mein Weihnachtsstern gewesen sein. Dass ich nicht früher darauf gekommen bin. Ich habe bereits mit Mario gesprochen und wegen um Details gebeten. Er sagt, er hätte den Stern irgendwo über Doyles Kirche verschwinden sehen. Versuche, den Stern dort zu finden oder zumindest mit jemandem zu sprechen, der mehr weiß. Ganz genau, Doyles Kirche liegt auf dem Weg nach Fort Pinter. So. Dann machen wir uns dann mal eben schnell auf den Weg. Wir haben da ja jetzt einen grünen Punkt bekommen. Und dann kürzen wir dann mal auch ein bisschen ab. Ohne dass uns halt der Mähdrescher hier erfasst. Dann geht's jetzt hier so ein bisschen querfeldein. Da vorne steht schon jemand, der hat bestimmt diesen Weihnachtsstern gesehen, den wir brauchen. Ja, Marei ist ja hier. Hallo, suchst du nach dem verschwundenen Weihnachtsstern? Lass mich nachdenken. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich war hier und habe mein kleines Schaf Twinkie gehütet. Oh, wie viel Angst sie hatte. Der Stern kam über die Kirche geflogen, blieb in einem Baum hängen, flog weiter über die Dornklippen und verschwand auf der anderen Seite. Ich schlage vor, dass du zum Apfelhain reitest und nach Hinweisen suchst, um über den Silversong-Fluss zu kommen. Musst du über die Brücke reiten. Ja, das wissen wir ja. So. Dann sprinten wir mal zu der Brücke. Aber was der Stern dann auf einmal schon wieder für Wege zurückgelegt hat. Und von dem Silo Richtung Marius Observatorium, dann da hinten in diese Richtung von der Kirche, über den Fluss zum Apfelhain. Das sind ja ordentlich Kilometer, die der Stern da zurückgelegt hat. Da vorne ist ja schon der Apfelhain. Vielleicht hängt er da ja irgendwo in den Bäumen und wir müssen ihn da rauspflücken. Oh, Sonja ist hier. Hallo. Sind das deine Äpfel? Was für ein Glück, dass es wilde Äpfel sind. Ich reite hier manchmal vorbei und nehme ein paar Äpfel, weil sie so lecker sind. Ob ich einen Weihnachtsstern im Wind gesehen habe? Ja, das habe ich. Kennst du die Bärenhöhle? Nicht? Okay. Ich habe vor ein paar Monaten in der Höhle geschaut und da habe ich den Stern gesehen. Ich fand es schon recht seltsam, aber ich habe mir nicht weiter Gedanken drum gemacht. Ich kann es dir zeigen. Folge mir. Wir reiten hin.
Gut, dann folgen wir jetzt mal Sonja. Na, wo die Höhle bloß ist. Durch den Zickzack hier durch den Wald. Da haben wir die Bärenhöhle. Hier ist die Bärenhöhle. Und weißt du was? Ich glaube, der Bär ist zu Hause. Ich traue mich nicht in die Höhle, um den Stern zu holen. Traust du dich? Falls ja, musst du sehr, sehr vorsichtig schleichen und keinen Mucks machen. Ich bleibe hier und halte Wache. Okay, also mit Pferd geht das schon mal nicht. Gut, dann lassen wir den Pirate hier draußen stehen. Und schleichen uns jetzt hier an dem Bär Björn vorbei. Der schläft da ja. Und weil wir hier schön leise lang gehen, wacht er auch nicht auf. So, da haben wir keinen Mucks gemacht. Haben den Stern eingepackt. Das war aber mutig, Sabrina. Du bist ein Weihnachtsheld. Der Ratsmann wird sehr froh darüber sein, dass du seinen Stern gefunden hast. Bring ihn zu ihm und dann seid ihr endlich fertig mit euren Weihnachtsvorbereitungen. So, aber damit ich diesen ganzen Weg von hier unten nicht wieder zurückreiten muss, lasse ich mich halt abholen von dem Transporter und dann ist der Weg halt viel kürzer. Ach, wir können ja auch eben schnell rüberreiten. Dann sparen wir nämlich wieder ein paar Schilling. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke für eure Geschwister und Familie besorgt? Oder seid ihr noch dabei und müsst die alle noch verpacken? So, jetzt sind wir hier schon mal wieder in Silverglade. Und diesmal bleiben wir hier nicht an dem Stand hängen. So.
Hervorragend, außerordentlich beeindruckend. Du hast ihn in einer Bärenhöhle gefunden. Das war aber sehr mutig von dir. Trotz dem der Stern in Gewalt des Windes und des Bärens war, sieht er immer noch gut aus, zum Glück. Gut, dann habe ich nur noch eine Aufgabe für dich. Setz den Stern oben auf den Baum. Dann sind die Weihnachtsvorbereitungen fertig. Komplett. Danach können Geschenke verteilt werden, aber erst morgen. So. Wir setzen jetzt das Sternchen auf den Baum. Und damit ist er fertig. Unser schicker Weihnachtsbaum hier in Star Stables. So. Danke, Sabrina. Der Baum sieht toll aus. Jetzt ist es wirklich Weihnachten. Wir sehen uns morgen wieder. Dann werden Geschenke verteilt. So. Er sagt es. Erstmal für heute ist hier Schluss mit unseren Weihnachtsvorbereitungen, da wir es abgeschlossen haben. Und die Uhr sagt ja immer, wie ja auch schon gerade, morgen gibt es die Geschenke. Und wir machen dann hier jetzt erstmal einen Cut. Ich trainiere jetzt erst noch ein bisschen in der Royal Pirate. Und dann sehen wir uns wieder zum Geschenke umtauschen. Also sprich von den Fragmenten und Weihnachtswünschen. Also bis später.